Geschenke öffnen ist klasse. Es glänzt. Jauch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wie eine Frühlingsbrise. Genau meine Größe. Ach du großer Schinken, den hab ich verstanden. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Patrick sollte mal wieder waschen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise.
Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Katsching! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Pumpelblase! Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm.
Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Geschenke öffnen ist klasse. Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Ja, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Sag mir, dass du nicht gefahren bist. Natürlich nicht, Mrs. Puff. Ich habe doch keinen Führerschein. Ach gut, dann war das wohl nur ein schlechter Traum. Ach du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Nochmal! Uff! Hey, meinem Rücken geht es viel besser! Ha ha ha!
Autsch! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Oh, Junge, Junge, Junge! Strahlend weiß! Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Schenke öffnen ist klasse. Es glänzt. Ich bin Rolltastisch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm.